Liebe Gäste, also ich hoffe, ich muss es jetzt nicht besonders betonen heute Abend, sondern ich gehe davon aus, dass die Freude darüber, Sie und euch alle hier heute Abend begrüßen zu können, hier tatsächlich sichtbar ins Gesicht geschrieben steht. So ungefähr, aber wie Sie an unseren Sicherheitsproblemen ablesen können, wirklich nur ungefähr, hatten wir uns das erhofft für heute Abend. Ein bis auf den letzten Platz gefüllter Festsaal, dieser hier ist so pickepacke voll, wie ich ihn selbst in mehr als 15 Jahren Universitätsgeschichte, die ich hier miterlebt habe, nicht gesehen habe. Also ein bis auf den allerletzten Platz gefüllter Festsaal, eine total bunte Mischung an Menschen, die heute gekommen sind. Junge und Ältere, Freundinnen und Freunde von Medico, Kolleginnen aus der Uni, aber auch aus anderen Institutionen und Instituten in und rund um Frankfurt. Zu meiner Freude wirklich etliche Studierende, Interessierte aus anderen Gruppen und Kontexten aus der Stadt und so weiter und so weiter. Sie alle wollen wir mit unserer Idee des Frankfurter Forums globale Entwicklung, globale Gerechtigkeit erreichen. Und dann Jean Ziegler und Medicos 50. Geburtstag ist uns das ganz offensichtlich tatsächlich gelungen. Das ist Wunder. Ihnen und euch allen ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Veranstaltung mit Jean Ziegler und Thomas Gebauer, die heute Abend ausführlich darüber debattieren werden, warum wir die kannibalische Weltordnung stürzen müssen. Oder positiv formuliert, wie lässt sich die Welt verändern und wie kann eine soziale Ordnung entstehen, die nicht auf Beherrschung und Ausbeutung basiert. Die Handys. Mein Name ist Uta Ruppert und ich stehe jetzt im Moment aus mehreren Gründen hier an dieser Stelle, um Sie zu begrüßen. Als Politikwissenschaftlerin, die über Süd-Süd-Beziehungen und sogenannte Entwicklungsfragen arbeitet, bin ich der festen Überzeugung, dass genau dies zu unseren Aufgaben als Sozial- und Geisteswissenschaftlerin gehört, nämlich dazu beizutragen oder zumindest zu versuchen, die Welt zu verändern. Und dies nicht nur im Kleinen, sondern, ja genau, lieber Jean Ziegler, auch im Großen und Ganzen, indem wir der existierenden kannibalistisch-kapitalistischen Weltordnung entgegensetzen, was wir an intellektueller und politischer Kraft aufzubieten haben. Dass eine solche, ich nenne das in Zeiten der allgegenwärtigen öffentlichen Rechtsrucke, dass eine solche in Zeiten der Rechtsrucke bewusste linke Denke, in meinem Fall zugleich auch feministische, queere und postkolonial beeinflusste Denke, an den Universitäten nicht mehr allzu oft anzutreffen ist, ist keine besondere Neuigkeit. Die wirklich großen Fragen der Gegenwart und der Zukunft, das heißt diejenigen nach den Alternativen zu den bestehenden Wirklichkeiten von gnadenloser Gewalt und sozialer Ungleichheit weltweit, nach den Alternativen zu absolut zerstörerischen gesellschaftlichen Naturverhältnissen und aggressivst rassistisch-chauvinistischen Nationalismen, die großen drängenden Fragen also, die natürlich immer auch als Systemfragen gestellt werden müssen, die werden an den Universitäten wie an anderen Orten der öffentlichen Auseinandersetzung oft eher liberal umschifft als radikal gestellt oder gar direkt angenommen. Uta? Uta, Uta. Rufe. Dabei gehören doch eigentlich schon allein wegen der vielen klugen jungen Menschen, die sie versammeln, die Universitäten zu den prädestinierten Orten. Und nicht nur hier und da
an den feinen Justierungen von Ungerechtigkeitslagen herumzudenken, sondern um radikal zu kritisieren und zugleich mutig zu träumen und kraftvolle Visionen zu entfalten. Und um genau damit wieder einmal anzufangen, haben wir Jean Ziegler hierher gebracht. Wobei ich an dieser Stelle ein wenig genauer werden sollte und sagen muss, dass wir in diesem Falle Medico International und in diesem Kontext vor allem die langjährige Freundschaft zwischen Jean Ziegler und Thomas Gebauer meint. Medico, eine der in meinen Augen wichtigsten Organisationen, bei weitem nicht nur der Frankfurter Zivilgesellschaft, wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Eine sozusagen 68er-Organisation, die aus der Idee der internationalen Solidarität entstanden ist und diese Idee in ihrer Praxis kontinuierlich weiterentwickelt hat und bis heute dafür steht, dass Solidarität in der internationalen Zusammenarbeit vor allem heißt, an der Beseitigung der strukturellen Ursachen von Marginalisierung und Ausgrenzung zu arbeiten. Thomas. Thomas Gebauer ist seit vielen Jahren der sehr geschätzte Geschäftsführer dieser Organisation. 1997 hat er für Medico den Friedensnobelpreis entgegengenommen, den er und die Organisation für die von ihnen initiierte internationale Kampagne zum Verbot von Landminen erhalten haben. Bis heute ist das ein großes Hoffnungszeichen für die Möglichkeiten. Chancen von Zivilgesellschaftspolitik im Internationalen. Und Medico feiert seinen 50. Geburtstag. Ganz wie es sich für eine solche Organisation gehört, mit einer ganzen Reihe von öffentlichen Diskussionsveranstaltungen, die uns durch das gesamte Kalenderjahr 2018 begleiten werden. Unsere Veranstaltung heute Abend ist die erste in dieser Reihe. Wir feiern heute Abend aber zugleich eine zweite Eröffnung. Denn mit dem heutigen Abend beginnen wir auch unser gemeinsames Forum Globale Entwicklung, globale Gerechtigkeit. Und in diesem Falle umfasst das hier neben Medico auch das entwicklungspolitische Netzwerk Hessen EPN, beziehungsweise vor allem deren Geschäftsführerin Andrea Jung, irgendwo im Raum ist sie verschwunden, sowie das Team meiner Professur, das heißt die beiden Postdoc-Kolleginnen Tanja Scheiterbauer und Felix Hauf und mich selbst. Unser gemeinsames Ziel ist es, mit diesem Forum längerfristig dazu beizutragen, dass die großen Fragen der Alternativen für eine gerechtere Zukunft im Frankfurter Kontext einen öffentlichen Platz haben, der die verschiedenen interessierten Gruppen und Akteurinnen zusammenbringt und kontinuierliche Auseinandersetzung ermöglicht. Zwei große Eröffnungen und eine bewährte, nicht nur politische Freundschaft haben es also möglich gemacht, Jean Ziegler, und jetzt ist es endlich soweit, heute Abend hier offiziell begrüßen zu können. Ich glaube, ich muss Ihnen an dieser Stelle absolut nicht ausführlich vorstellen. Alle, die gekommen sind, um ihn zu hören heute Abend, wissen ja, warum sie gekommen sind. Uns allen geht es um die öffentliche Stimme der unüberhörbaren und unermüdlichen, der radikalen und kompromisslosen Kritik, mit der er seit Jahrzehnten spricht. Uns allen geht es um die Unbeugsamkeit eines Protagonisten globaler Gerechtigkeit, der viele Jahrzehnte lang an profilierter Stelle in nationalen und internationalen Institutionen Politik gemacht hat und sich immer zugleich als revolutionär verstanden und geäußert hat. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals eine andere Sonderbotschafterin in den Vereinten Nationen gegeben hat, die von sich selbst sagt, ich bin Kommunist. Und selbst wenn Mann oder Frau
den einen oder anderen Aspekt seiner durchaus ja immer auch umstrittenen Persönlichkeit, wie sollte das bei einem so kantigen Profil auch anders sein, vielleicht nicht zustimmt, so bleibt das Gesamtpaket Jean Ziegler doch einfach ein großartiges. Der Optimismus des Willens lautet nach einem Zitat von Antonio Gramsci der Titel des Films über Jean Ziegler, den viele von Ihnen gestern Abend bereits gesehen haben. Treffender ließe sich Zieglers Perspektive auf das Leben und die Zukunft insgesamt kaum bezeichnen. In genau dieser Perspektive darüber zu diskutieren, warum und wie wir die Welt verändern müssen, darauf freuen wir uns jetzt alle sehr. Ist an. Gut zu verstehen? Super. Ich habe ein bisschen heisere Stimme. Ich war in Mittelamerika, bin erst kürzlich zurückgekommen und die Flugzeuge, Sie kennen das, können einen arg mitnehmen. Und da ist die Stimme ein bisschen verloren gegangen. Aber es wird heute reichen. Uta, zunächst mal ganz herzlichen Dank für diese freundlichen Worte der Einführung. Das ist großartig. Es erspart mir auch jetzt, Jean Ziegler nochmal vorzustellen. Das ist alles gesagt. Ich möchte aber auch im Namen von Medico mich bedanken für die große Zahl von Menschen, die hierher gekommen sind. Ich möchte Sie alle ganz herzlich zu diesem Abend mit Jean Ziegler begrüßen. Lieber Jean, wir kennen uns schon eine Weile, es ist gesagt worden. Wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist. Wir haben es bislang nicht geschafft, eine solche Veranstaltung zu machen. Aber vielleicht war es notwendig, so lange zu warten, um auch dann dieses große Ergebnis zu haben. Herzlich willkommen, Jean. Vielen Dank. Es hätte ja beinahe nicht geklappt. Ja. Es ist viel in der Welt los. Unter anderem gibt es den großen Konflikt im Jemen, der hier in Deutschland wenig wahrgenommen wird. Es ist eine der größten Katastrophen, die in der Welt stattfinden derzeit, mit unendlich viel Leid. Und da hat die UN, der UN-Generalsekretär Guterres, beschlossen, eine Taskforce einzurichten, eine Beobachtungsmission. Und da ist Jean Ziegler Teil. Und die sollte eigentlich jetzt schon anfangen zu tagen, dann wäre das heute ausgefallen. Jetzt ist es ein bisschen verschoben worden in nächste Woche, sodass wir Glück haben, dass du kommen konntest. Das Thema UN ist auch etwas, was wir am Anfang besprechen wollen. Sie haben es gesehen, das letzte Buch von Jean Ziegler im letzten Jahr erschienen, trägt den Titel Der schmale Grat der Hoffnung. Und das klingt ein bisschen anders als die kämpferischen, manchmal auch aufrührerischen Titel der Bücher, die er in der Vergangenheit publiziert hat, 16 an der Zahl. Die heißen Ändere die Welt und warum wir sie hungern lassen oder verhungern lassen, der Sieg der Besiegten, und auf einmal kommt der schmale Grat der Hoffnung, ein bisschen nachdenklich, auch in großen Teilen autobiografisch geschrieben. Und in der Tat steht dort die Zeile, dass die UN blass und kraftlos geworden ist und die große Idee, die am Anfang stand, gescheitert sei. Dennoch in den Trümmern vagabundieren die Hoffnungen, schreibst du. Und das ist meine Frage. Wir sollten darüber am Anfang diskutieren. Wir kommen dann schon in den anderen Sachen auch noch. Aber ist denn die UN wirklich gescheitert? Also zuerst möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie da sind. Nein, auch wenn Sie nicht gerne da wären, würde ich Ihnen danken. Wirklich. Ich entschuldige mich, dass ich den Rücken zudrehe Ihnen. Es tut mir leid, geht nicht anders. Ich danke ganz herzlich meiner Kollegin und Freundin Frau Ute Diesis im Namen der Universität auch diesen wunderschönen Saal und diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Ich danke für die Einladung, ich danke Medico.
für, erstens gratuliere ich zum Jubiläum, zum 50-Jährigen, dass diese Ferrara-Schalzungsreihe jetzt mit unserer Diskussion beginnt. Ich danke Thomas und seinen Helferinnen und Mitarbeitern und Mitarbeitern ganz herzlich für diese Einladung. Ich bin da. Es ist eine große Ehre, also dass ich da reden darf. Der große Vorsitzende hat bestimmt, dass wir eine Stunde zusammen diskutieren und dass es dann eine Diskussion mit den Anwesenden gibt. Pardon? Sie hören mich nicht. Können Sie das jetzt noch lauter? Pardon? Was ist das Problem? Ich hasse diese. Das kann ich noch starten. Willst du ein anderes Startmikrofon? Ja, gib mir ein anderes. Ja. Jetzt geht's besser. Prima. Also, eine Stunde zusammen, möglichst wenig Kritik. Also, und dann... Du hast gesagt, wir sollen uns streiten. Nicht zu viel. Dann Diskussion mit Ihnen. Wenn es jedermann da einverstanden ist, machen wir das so. Die Frage, die erste Frage jetzt von Thomas ist die zur UNO, zur gegenwärtigen Lage, die zerstörte Hoffnung und wo bricht sie wieder auf? Zuerst ein historischer Rückblick. Das erste Mal, dass auf diesem Planeten das schöne Wort die Vereinten Nationen aufgetreten ist, war am 12. August 1941. Auf einem amerikanischen Schlachtschiff, der USS Augusta, vor der kanadisch-neufundlandischen Küste, mitten in einem Sturm. Und da waren auf diesem Schlachtschiff 12. August 1941 Roosevelt und Churchill. Und diese beiden fast verrückten Visionäre haben gesagt, den Faschismus werden wir besiegen. Es wird 10 Jahre, es wird 30 Jahre gehen, wir werden siegreich sein. Und dann werden wir eine neue Welt erschaffen, nämlich die Vereinigten Nationen. 41, August 41, das war vor El Alamein, das war vor Stalingrad, also war noch sogar vor dem Eintritt, vor Pearl Harbor, vor dem Eintritt der Amerikaner in den Krieg. Also in der schlimmsten, fürchterlichen Zeit, wo die Nazi-Ungeheuer Europa beherrschten, in dieser dunklen Nacht, ist dieses Versprechen abgegeben worden und wurde die Atlantikcharta erarbeitet. Und die Atlantikcharta, die wurde dann 3 Jahre später, Juni 1945, in San Francisco bei der Gründungsversammlung der UNO übernommen. Da war schon die Charta. Und die hatte 3 Säulen. Wie heute und nachher, 3 Säulen. Kein Elend mehr auf diesem Planeten, kein Elend mehr. Wohlstand, Gleichheit für alle, kein Elend mehr. Menschenrechte konsubstanziell für jeden Bewohner dieses Planeten, garantiert geschützte Menschenrechte und kollektive Sicherheit. Keine Kriege mehr. Wenn ein Staat einen anderen angreift, hat er die ganze Staatengesellschaft gegen sich. Das berühmte Kapitel 7, das bis zur internationalen Armee geht, der Charta. Jetzt, wenn Sie heute die UNO anschauen, sie ist zwar total universell, nicht ganz, 193 Staaten der Welt, nur einer fehlt, aber den brauchen wir wirklich nicht, der Vatikan. Sie ist universell, wie das die beiden Visionäre gewollt haben. Aber die 3 Säulen sind gebrochen. Das Elend, ich sage es ganz schematisch und schnell, alle 5 Sekunden auf diesem Planeten verhungert ein Kind oder geht an den Hungerkrankheiten zugrunde, alle 5 Sekunden ein Kind unter 10 Jahren. Und derselbe World Food Report, der FAO, der die Opferzahlen gibt, die von niemandem bestritten sind, sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, problemlos, 2200 Kalorien im Erwachsenenempfehlung pro Tag, problemlos 14 Milliarden Menschen ernähren könnte. Also praktisch das Doppelte der Weltbevölkerung. Wir sind 7,3 Milliarden gegenwärtig. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Es gibt keine Fatalität. Wird ermordet. Gibst du mir ein Glas Wasser? Zum Medien könnte ich noch viele andere, weil ich nehme einfach den Hunger.
Die Menschenrechte, die zweite Säule. Amnesty International im letzten Bericht, im Oktober letzten Jahres, sagt, dass von den 193 Staaten 67 foltern, regelmäßig foltern, Inhuman Treatments und so weiter, also Menschenrechte auch gebrochen, kollektive Sicherheit, Kriege überall, Absenz. Ich nehme 7 Jahre Blutbad, Massaker in Syrien, fast 1,5 Million Menschen zu Tode gebracht. Die Hälfte der syrischen Bevölkerung innerhalb oder außerhalb auf der Flucht, kein Blauhelm in Syrien, kein humanitärer Korridor für die 41 eingeschlossenen Städte und Dörfer, wo die Menschen verhungern, an Medikamentenmangel zugrunde gehen uns, kein Korridor, kein No-Fly-Zone, kein Luftfahrtverbot über Wohnquartiere, nichts, die UNO ist weg, wegen dem russischen Veto und so weiter. In Darfur, die UNO, fürchterlicher Krieg, seit 9 Jahren im Westen, die Fur, die Masalit und die Zagwa werden von einem fürchterlichen Omar Bashir, einem islamischen Diktator in Khartoum, massakriert. Dort ist es das chinesische Veto, 11% des von China importierten Erdöls kommt aus dem Sudan, das die UNO total lähmt. Total lähmt. In Gaza, das Ghetto von Gaza, 1,8 Millionen Menschen auf 365 Quadratkilometer eingeschlossen, total hinter einem Elektrozaun seit 2006. Dort ist es das amerikanische Veto, das jegliche Intervention ermöglicht. Und der große Vorsitzende hat vorher gerade vom Jemen geredet, wo ich in der Untersuchungskommission bin. Wir können nicht herein, aber wir kommen jetzt in Kairo zusammen. Dort fürchtet ist das amerikanische Veto, für die saudische Aggression schützt, bedroht, macht es, dass die UNO schon voraussehbar nichts tun wird. Und es ist einer der fürchterlichsten, grauenhaften Kriege, die es gibt, mit Zehntausenden toten, verhungerten Menschen und jetzt noch eine Cholera-Epidemie. Also UNO am Boden. So, scheint es. Ja, wir kommen gleich noch darauf zurück, wie wir sie... Weit ist die Musik so. Aber jetzt sage ich noch etwas, damit die Leute nicht gleich weglaufen und sagen, das ist ja fürchterlich. Du kannst jetzt auch aufheben für später. Nein, ich sage kurz noch ein ganz Ende zur Hoffnung. Es gibt eben doch einen Hoffnungsschimmer jetzt. Kofi Annan ist aus der Generalsekretär zurückgetreten nach doppelter Amtszeit. 2006 hat er ein Testament hinterlassen. Und in dem Testament ist ein Reformplan für den Sicherheitsrat vorgesehen. Und der sagt, es darf kein Veto mehr geben, kein lähmendes Veto mehr geben in Ländern, in Situationen, wo es Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt. Die sind genau definiert im Römerstatut. Warte, es ist kompliziert. Ja? Kompliziert. Der Ursprung des Vetorechtes, der ist vertretbar heute, aber dann komme ich zu Kofi Annan. Auf der SS Augusta im August 1941 sind Churchill und Roosevelt aneinander geraten. Roosevelt hat gesagt, die neue Weltordnung muss total absolut demokratisch sein. Die Volksrepublik China hat 1,3 Milliarden Einwohner. Vanuatu, der kleinste Mitgliedstaat, hat 55.000 Einwohner. Die Volksrepublik und Vanuatu haben eine Stimme in der Generalversammlung. Punkt. Absolute demokratische Gleichheit, Roosevelt. Und der Churchill hat gesagt, das geht nicht, das kann, das bist du verrückt. Hitler ist an die Macht gekommen, total demokratisch. November 1932 haben die Nazis die Mehrheit, nicht die absolute, aber doch die Mehrheit gehabt im Reichstag, bei freien, total freien Wahlen. Hindenburg, der Reichspräsident, hat den Chef dieser Partei zum Reichskanzler bestimmt. Dann hat dieser Reichskanzler ein paar Wochen später die Vollmachtbeschlüsse dem demokratisch gewählten Reichstag vorgelegt, also
Übergang der ganzen Exekutivgewalt, der ganzen Staatsgewalt in die Hände der Exekutive, und 492 Abgeordnete und Abgeordnete haben total demokratisch dem zugestimmt. Nur 98 haben nicht zugestimmt, die sind dann verschwunden in den Konzentrationslagern. Und der Churchill sagt, das kann auf dieser Welt wieder passieren. Es kann sein, dass die total demokratische Charta, und dann kam ja 3 Jahre später die universelle Erklärung der Menschenrechte, dass diese Generalversammlung irgendwie verrückt wird, eine Pathologie sie ergreift und die Entscheidungen fällen, die gegen die Charta sind, gegen die Charta-Prinzip, gegen die Menschenrechte sind und so weiter und so weiter sind. Und es muss eine Notbremse geben. Und die Notbremse ist eben das Vetorecht der 5 permanenten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. In San Francisco waren 43 Staaten dort, das waren die Gründermitglieder. Man musste vor dem 8. Mai den Achsenmächten den Krieg erklärt haben, Honduras glaube ich am 7. Mai und so. Also. Und dann wurde man eingeladen zur Gründungsversammlung. Gut. Und Churchill hat sich durchgesetzt. Und damals wären wir beide und für die meisten Menschen auch für die Notbremse gewesen. Und die ist heute mörderisch. Und jetzt im Auswärtigen Amt, im Foreign Department, überall im State Department, ich bin gleich fertig. Ich sehe, du bist. Dein Fuß will mich schon ins Schienbein. Ja. Nein. Ich mach gleich fertig. Jetzt da ist Hoffnung. Im Auswärtigen Amt gibt es eine Kommission. Im Foreign Office gibt es eine Kommission und so weiter, und der Kofi Annan-Plan kommt jetzt aus den tiefsten Schubladen heraus, weil mit dem Konflikt in Syrien, mit dem fürchterlichen Massaker in Syrien, diesem ganz grauenhaften Krieg, der hat zum ersten Mal direkte Einwirkungen auf die Vetomächte. Es sind die Dschihadisten entstanden, eine neue Art Mensch, eine fürchterliche Massenmörder, Kategorie von Mensch, die töten in Berlin, die töten in München, in Brüssel, in Boston, im Metro von Moskau, in Bataclan, in Paris. Und diese Dschihadisten, die sind produziert vom Syrienkrieg. Dann sind die 5 Millionen Flüchtlinge, die Einlass verlangen, zu Recht in Europa, Asylrecht geltend machen. Europa weist sie ab, zerstört damit das moralische Fundament der eigenen Organisation. Also zum Beispiel in den Dschihadisten. Ich würde sagen, also. Gegen die Dschihadisten kann auch der, ich finde, Deutschland ist die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes, das habe ich schon immer das gemerkt, die 3. Wirtschaftsmacht der Welt. Auch ein Rechtsstaat, ein mächtiger Rechtsstaat wie Deutschland kann nichts tun gegen Dschihadisten, die sich selbst in die Luft springen. Es muss die UNO, die multilaterale Diplomatie, tätig werden können in Syrien, damit dieses fürchterliche Blutbad zu Ende geht. Und jetzt sind Menschen in den Foreign Departments, also in Außenministerien, daran, Wege zu finden, um dieses Vetorecht zu suspendieren in Fällen wie Syrien. Und das ist Hoffnung. Und wenn die Zivilgesellschaft sagt, wir wollen das, der Frau Merkel das sagt, dem Auswärtigen Amt sagt, wir wollen diese Kofi Annan-Reform, dann kommt die. Es gibt fertig. Es gibt ja durchaus im Kontext der UN auch die Option, die Möglichkeit, dass die Generalversammlung mit Mehrheitsbeschluss zum Beispiel den Sicherheitsrat nicht überstimmt, aber doch ein Signal, eine Botschaft aussendet, dass sie mit bestimmten Prozessen oder Blockaden, die dort existieren, nicht. Aber das kann ich tun. Das ist zumindest etwas, was ein, zweimal stattgefunden hat in der Geschichte und auch in diesen Kontexten immer wieder diskutiert worden ist. Ich will auf was anderes hinaus. Du hast sehr viel über den Sicherheitsrat gesprochen und der hat ja diese Bedeutung, von der wir alle hören, permanent. Bei der Gründung der Vereinten Nationen ist gleichbedeutend mit dem Sicherheitsrat, der eigentlich dann aktiv werden sollte oder werden soll, wenn die Krise da ist, ist parallel gegründet worden der Wirtschafts- und Sozialrat. Der hat nichts mehr zu sagen. Als gleiche Bedeutung. Wer von Ihnen im Saal kennt den Wirtschafts- und Sozialrat? Wenn ich das im Bundestag frage,
großes Kopfschütteln. Niemand kennt ihn. Er spielt keine Rolle mehr, obwohl genau da die Aufgabe eigentlich verantwortet, festgelegt worden ist, im Vorfeld dafür zu sorgen, dass Konflikte gar nicht erst entstehen durch wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Da haben zum Beispiel auch NGOs wie wir Mitspracherecht, beim Sicherheitsrat nicht. Da sind Formen von Demokratisierung entstanden, die eine Bedeutung haben könnten. Hier wird sehr deutlich, wie eigentlich eine gute Idee ausgehebelt worden ist durch Machtinteressen. Und darüber würde ich gerne noch ein bisschen reden jetzt. Was sind die Interessen, die wirklichen Interessen, die dahinter stehen, dass die Welt jetzt in den letzten Jahrzehnten zwar durch die Globalisierung näher zusammengerückt ist, wir erfahren viel mehr, wir sind viel enger miteinander in Kontakt, wir wissen in Echtzeit, was in der Welt geschieht, aber sie ist gleichzeitig gespalten wie nie zuvor. In einem Teil der Menschheit, der völlig ausgegrenzt ist, für den Stillstand existiert Chancenlosigkeit, Perspektivenlosigkeit, und einen anderen Teil, der in der privilegierten Situation lebt, mit der Dominanz des Kulturellen, des Politischen, des Ökonomischen. Wie ist das zu erklären? Wie ist sowas entstanden? Also was geschehen ist, Thomas hat ausnahmsweise recht. Es gibt eine andere Entwicklung, die dieser Zerfall, der vorläufige Zerfall der Weltordnung, die ist jetzt, die UNO ist jetzt dieses Jahr 63 Jahre alt. In der Entwicklungsgeschichte der UNO hat sich etwas ereignet, nämlich die langsame Erosion des Nationalstaates. Der kapitalistische Produktionsprozess hat sich unglaublich entwickelt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte die Welt erobert, August 91, also in Moskau, die waren so kommunistisch, wie ich buddhistisch bin, aber es war die Zweiteilung der Welt, ein Drittel bis 91 lebte ein Drittel der Menschheit unter einem kommunistischen System, unter einem kasernenkommunistischen System. Der Kapitalismus, der regional begrenzt war als Produktionsweise und Sozialorganisationsform, hat die Welt erobert, eine einheitliche Regulationsinstanz geschaffen, den Weltmarkt, die unsichtbare Hand des Weltmarktes, und hat eine Kapitalart hat sich autonomisiert, aus Gründen, von denen wir dann reden können. Das Finanzkapital hat alles, Industriekapital, Handelskapital und so weiter, dominiert. Finanzkapital hat eine unglaubliche Ungleichheit geschaffen. Und heute sind wir in der Situation, wo die ganz schmalen Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals diese Welt wie eine Diktatur beherrschen. Die nationalstaatlichen, auch die stärksten nationalstaatlichen Regierungen, die demokratisch gewählt sind und Legitimation haben, überdeterminieren, den Willen aufzwingen diesen. Ich will Sie nicht langweilen mit Zahlen heute Abend. Aber eine zum Beispiel, Weltbankstatistik. Letztes Jahr haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne alle Sparten zusammengenommen, von den Finanzbanken bis Dienstleistungen, Industrie und so weiter. Die 500 Größten haben 52,8% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Die entschwinden jeglicher sozialer, gewerkschaftlicher, parlamentarischer, staatlicher, interstaatlicher Kontrolle. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Und die können sehr viel, das will ich gleich sagen, die beherrschen das problematische Wissen, wie man in der Soziologie sagt, aber Soziologie, da darf man fast nicht zitieren hier, wir dürfen das noch, ja. Das problematische Wissen, das ist also der wissenschaftliche Fortschritt, die technologische Fortschritt, da werden unglaublich, das ist eine unglaubliche Vitalität. In der Basler Chemie ist ein neues Molekül, wird erfunden alle 14 Tage, ein neues Finanzinstrument in der Wall Street alle Monate. Dieser Produktionsmodus hat eine unglaubliche Kreativität, hat eine unglaubliche Vitalität, funktioniert aber nach einem einzigen Prinzip, der Profitmaximalisierung. Und ist unter sich im Dschungelkampf.
und hat eine Legitimationstheorie geschaffen, nämlich die neoliberale Wahnidee, die sogar die Linken verwüstet jetzt, und die sagt, Marktkräfte funktionieren nach Naturgesetzen. Da sind keine Menschen mehr beteiligt, es gibt auch keine Klassen, keinen Klassenkampf und so weiter und so weiter. Und diese neoliberale Wahnidee hat uns total entfremdet. In vielen, wenn meine Bücher werden übersetzt und so weiter, wo ich in Madrid oder in Paris und so weiter, wo ich bin, immer hat jemand die Hand auf und sagt, Sie haben ja schon recht, aber ich kann doch nichts tun. Nestle, erster Nahrungsmittelkonzern, was kann ich denn tun? Nichts. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Wie könnte man, wenn Zeit hätten, könnte ich sagen, woher kommt der Hunger? Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel, Überschuldung der ärmsten Länder der dritten Welt, Agrardumping der EU auf den afrikanischen Agrarmärkten und so weiter. Jede dieser mörderischen Strukturen kann morgen früh durch demokratische, friedliche Mittel, die vorgesehen sind im Grundgesetz oder in der französischen Verfassung der 15. Republik, gebrochen werden. Es gibt keine. Aber die neoliberale Wahnidee, Naturgesetzlichkeit des Marktes, wurde interiorisiert. Jeder hat konsubstanziell ein Identitätsbewusstsein. Immanuel Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Wenn ein Hund einen Hund sieht, der geschlagen wird, passiert nichts. Wenn ein Mensch, was immer auch seine ethnische, religiöse und so weiter Überzeugung ist, ein Kind sieht, das geschlagen wird, bricht in ihm etwas zusammen, wenn er nicht gehirngeschädigt ist. Also dieses Identitätsbewusstsein, das konsubstanziell ist für jeden, ist überlagert, zu betoniert, und das müssen wir eben freikämpfen, durch Diskussionen wie heute, von der neoliberalen Wahnidee. Jetzt, das ist passiert, und das... Entschuldigung. Nein, ich will nicht fertig machen, sonst rede ich zu viel. Nein, sag. Okay. Die neoliberale Wahlidee, du hast es gerade geschildert. Wir haben in der Finanzkrise und als die Hungerkrise dann groß berichtet worden ist, ganz oft diskutiert über genau, was du angesprochen hast, nämlich, dass es so etwas wie ein Verbot von Spekulation mit Nahrungsmitteln geben sollte. In der deutschen Politik ist es oft diskutiert worden. Es gab einen Bundespräsidenten, der das gefordert hat. Genau. Von vielen Leuten ist es gefordert worden und dann verschwindet es wieder und ist einfach nicht mehr da. Wenn wir heute die Koalitionsverhandlungen der Parteien anschauen, die jetzt gerade wahrscheinlich zu Ende gehen werden, da sucht man vergeblich nach solchen Dingen. Es ist nicht da. Es ist ersetzt worden durch die Idee der sogenannten Alternativlosigkeit, dass man genau an diesen Dingen eigentlich nicht vorbeikommt. Sie werden erwogen, sie werden in den Raum gestellt und sie verflüchtigen sich wieder. Ist das, was du meinst mit neoliberaler Identität? Natürlich, also es gibt auch ganz brachiale Maßnahmen. Die Universitäten werden gesäubert im Ökonomiesektor von kritischen, ich kenne vor allem Frankreich sehr gut, kritischen marxistischen Professoren. Das gebe ich anders. Na, das wage ich nicht zu sagen. Aber es gibt nicht einfach eine Autonomie der Ideologien, die sich da überkreuzen und so. Die Herrschaftsschicht, das ist eine Herrschaftsideologie, die wahrscheinlich die effizienteste, die es gibt. Bourdieu hat gesagt, es ist der neue Obskurantismus und es ist deshalb so effizient, weil er sich auf die Rationalität bezieht. Der neue Obskurantismus ist die neoliberale Wahnidee. Und die Aufklärung wird verhindert, oder diese neoliberale Wahnidee wird zementiert durch administrative Maßnahmen in Zeitungen, Zeitungsredaktionen, die sind auch kapitalabhängig und so weiter und so weiter. Und was Sie gesagt haben, was du, wollen wir höflich sehen, du,
was du gesagt hast, das stimmt für die Börsenspekulation. Das war hochinteressant in Deutschland. Die Deutsche Bank hat die Börsenspekulation aufgrund der Attac-Bewegung und anderen sehr, sehr kreativer Zivilbewegungen in auch Medico und so weiter in Deutschland, die sehr, sehr stark sind, diese zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Die Deutsche Bank hat die Börsenspekulation ausgesetzt, hat also nicht mehr Reis Certificates ausgelegt zu Investitions, also Investitionspapiere zum Beispiel und so weiter. Die Commerzbank hat sie ganz gestoppt. Die Deutsche Bank hat sie wieder aufgenommen, mit dem Argument, öffentlich, es gab eine Diskussion, unsere Klienten verlangen das. Die Reiszertifikate, die sind nämlich sehr, sehr erträglich. Reis, es gibt drei Grundnahrungsmittel, Reis, Getreide und Mais, die decken 75% des Weltkonsums aus. Und unter diesen 75% hat Reis die Hälfte. Ganz merkwürdigerweise, Reis ist die weitaus größte Grundnahrungsmittel. Jetzt. Was ist mit dem Verbot der Hedgefonds? Verbot der Hedgefonds, es gibt eine Intervention im Bundestag von Oskar Lafontaine, hat gefordert, ein Gesetz zum Verbot der Hedgefonds abgelehnt. Ich erlebe jetzt etwas im Menschenrechtsrat. Jetzt sind wir in einem Kampf. Also der Menschenrechtsrat ist die drittwichtigste Instanz der UNO. Das Parlament, Generalversammlung, die Exekutive, die Regierung, Sicherheitsrat und dann kommt der Menschenrechtsrat. Das sind 47 Staaten von den 193, die alle drei Jahre gewählt werden von Generalversammlung und die prüfen müssen, inwiefern und sanktionieren müssen die 193 Mitgliedstaaten die Menschenrechtsdeklaration, die 31 Menschenrechte in der Deklaration vom 10. Dezember 1948 respektieren. Und dieser Menschenrechtsrat, das sind Botschafter, die sind einmal in Peking, einmal in Myanmar, einmal in Washington und so weiter, die haben keine Ahnung von Menschen, sollten sie auch haben. Und der hat einen subsidiären Mechanismus, das ist der beratende Ausschuss, und da bin ich der Vizepräsident. Der beratende Ausschuss, das sind 18 internationale sogenannte Experten, also es gibt auch ganz fürchtlich, und jetzt, was da ansteht, jetzt in der 13. Session und im März wieder, das ist eine internationale Konvention. Lass uns darüber gleich später reden. Ich würde gerne noch was anderes ansprechen. Aber da kann man sagen, warum die Deutschen aufstehen sollten. Ja, wer den Film gesehen hat gestern, ein wunderbarer Film, da kannst du auch sagen. Ich will etwas sagen zu der Konvention. Nein, da kommen wir gleich noch drauf. Lass uns. Nein, das sage ich jetzt und kommen wieder drauf nachher. Nein, ich. Ich wollte dir so eine schöne Brücke bauen zu deinen Geierfonds. Nein, ich sag's so schnell. Jetzt ist eine Konvention in der Ausarbeitung, die Konzerne der Menschenrechtsnormativität unterwerfen soll. Das heißt, wenn Siemens, oder ich rede lieber die Nestle, die sind weiter weg hier von Frankfurt, wenn Nestle, ich nehme ein Beispiel, Nestle in Rosario, Kolumbien. Ein konkretes Beispiel, ein Streik. Der Nestle-Mensch ruft die Polizei, vier Arbeiter werden erschossen. Und so weiter. Jetzt könnten, wenn die Konvention bestehen würde, könnten die Angehörigen oder die Gewerkschaften und so weiter, könnten klagen, wo? In Vevey, am Nestle-Sitz. Oder gegen Siemens für die Gewerkschaftsfreiheitsverletzungen, die patent sind in Taiwan, könnten in München klagen. Da hat es einen Sinn, in Kolumbien zu klagen. Hat keinen Sinn. Müssen Schadenersatz leisten, würden verurteilt vom Menschenrechtsrat und so weiter und so weiter. Weil bisher, von allem Anfang an, seit die ersten Menschenrechte bestehen, also die amerikanische Menschenrechtsdeklaration von 76, vom 4. Juli 1976, sind Menschenrechte ja nicht mehr Verbote, die sich an den Staat richten. Pressefreiheit heißt, du Staat darfst keine Zensur machen, zum Beispiel. Und die Non-State Actors, die wirklichen Herren der Welt heute, sind jenseits dieser Normativität. Und mit dieser Konvention
angeregt vom Präsidenten von Ecuador. Wenn wir da vorankämen, wenn es diese internationale Völkerrechtskonvention gäbe, könnten die Konzerne, was Menschenrechte anbetrifft, zur Verantwortung gezogen werden. Die EU und Deutschland sind ganz dezidiert dagegen, ganz massiv dagegen. Und zwar mobilisieren unglaublich, sind dagegen. Das geht uns etwas an, sage ich, Entschuldigung. Hat im Herbst eine weitere Sitzung stattgefunden. Ja, eben, ja. In Genf. Und da sind Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus allen Teilen der Welt angereist. 300 Menschen, die sich die weite Fahrt auf sich genommen haben, von Via Campesina, von Grassroot-Organisationen aus allen Teilen der Welt, um gemeinsam für diesen Vertrag zu streiten. Der Vertrag heißt die UN Treaty on Business and Human Rights und soll dazu beitragen, das Geschäftsgebaren verpflichtend zu regeln. Was wir im Augenblick haben, sind nur freiwillige Guidelines. Und die Bundesregierung sagt, wenn wir jetzt verpflichtende Regeln haben, dann werden die freiwilligen Guidelines in Frage gestellt und dann hält sich keiner mehr daran. Es hat sich nie jemand daran gehalten. Das Skandalöse ist, dass die Bundesregierung nicht nur dagegen ist, sondern als Beobachter eine Praktikantin geschickt hat, die vor Ort dann einfach mal zuschaut. Wir erleben hier also, wie tatsächlich, da hat Jean absolut recht, hier viel mehr Druck von uns gemacht werden müsste, um einer solchen völkerrechtlichen Übereinkunft zu einem Erfolg zu verhelfen. Das wäre machbar, aber ohne. Ohne Öffentlichkeit wird das nicht gehen. Und da ist es notwendig, sich immer wieder klarzumachen, dass diese ganzen freiwilligen Selbstverpflichtungen von Industrien alle nur Augenwischerei sind. Wir haben das. Wir haben es, und den Satz sage ich noch gerade, ganz explizit erfahren im Kontext der internationalen Textilproduktion. Wo es ein einfaches wäre, zum Beispiel zu sagen, der Import von Textilien aus Bangladesch oder aus Indien oder sonst woher, wird an die Einhaltung der ILO-Standards, der Standards der Internationalen Arbeitsorganisation gekoppelt. Das wäre einfach machbar. Auch darüber lesen wir in den Koalitionsvereinbarungen unserer Parteien nichts. Das ist die Situation unserer. Aber die ist nicht negativ. Ich kenne Frau Merkel, ich habe sie nie gesehen. Aber Genf ist eine kleine Stadt und da sitzt man häufig zusammen. Deutsche Diplomaten sind sehr gut und da gibt es ein paar darunter, die letzte Botschaft, wirklich sehr, sehr gut. Die stimmen aber imperativ nach. Das geht auch nicht mit denen. Ah, doch, Entschuldigung, es tut mir leid. Also ich sage, in Berlin sitzen sicher sehr zivilisierte Leute. Auch die deutschen Diplomaten kenne ich ein paar. In Genf ist eine kleine Stadt, wo wir uns da sehen und Skifahren am Sonntag und so weiter. Die sind absolut für die Konvention. Ich sage jetzt die Namen nicht, aber hochgestellte Leute sind absolut für die Konvention. Mit denselben Argumenten, die Thomas jetzt ganz präzise vorgetragen hat. Aber Frau Merkel erhält Telefonanrufe. Deutsche Bank, die Konzerne sagen, wie kommt das? Das gefährdet Arbeitsplätze, das ist marktschädigend, das und so weiter und so weiter. Und dann wahrscheinlich, das kann ich jetzt nicht sagen, gegen ihre eigenen Überzeugungen schickt das Auswärtige Amt die Befehle nach Genf und dann wird sabotiert. Und in dieser Grauzone der versteckten Ausmachung des Druckes hat die Zivilgesellschaft eine ganz primäre Rolle, eine ganz primäre Rolle. Wenn nämlich durch Demonstrationen bis zum Generalstreik, das ist ja das Unglaubliche in diesem Grundgesetz oder auch in der französischen Verfassung, die ich besser kenne, alle Waffen sind ja da.
Voltaire hat gesagt, la liberté le seul bien qui ne s'use que si on ne l'utilise pas. Die Freiheit ist das einzige Gut, das sich nur abnützt, wenn man es nicht benutzt. Und alle Waffen sind da. Alle Waffen sind da. Das sagst du ja. Ja. Die Menschenrechte sind eine mächtige Waffe. Sind eine mächtige Waffe. Wo sind wir jetzt hingekommen? Ich will noch etwas sagen. Menschenrechte. Was du sagen willst. Ja, nein, ich will da nicht monopolisieren. Aber ich, als die Zivilgesellschaft, ich komme jetzt darauf zurück. Das neue historische Subjekt, also Thomas wird die sehen, ist skeptischer. Es gibt jetzt ein neues historisches Subjekt, das ist die Zivilgesellschaft, die planetarische Zivilgesellschaft. Und jeden Tag schreitet die vor. Das sind an ganz verschiedenen Fronten des Raubtierkapitalismus, dieses Systems des Raubtierkapitalismus, der kannibalischen Weltordnung, wird gekämpft. Durch soziale, ganz verschiedene soziale Bewegungen, die entstanden sind. Attac-Bewegungen gegen das Spekulationskapital des Internationalen, die Attac-Bewegung, in der Technischen Universität Berlin gegründet worden, von Studenten, von allen möglichen Menschen. Attac-Bewegung international, die Via Campesina, 122 Millionen Taglöhner, Kleinbauer, Pächter und so weiter, von Honduras bis Bangladesch, die Via Campesina, die für die Bauernrechte kämpft, dann die Frauenbewegung, dann Greenpeace, dann Amnesty und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist eine Bruderschaft der Nacht. Es gibt kein Parteiprogramm, es gibt kein Zentralkomitee, es gibt keine Parteilinie. Es ist nur der kategorische Imperativ. Kategorische Imperativ. Die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Das ist der einzige Motor. Und Che Guevara hat gesagt, auch die stärksten Mauern fallen durch Risse. Und Risse gibt es jetzt überall. Überall. Ich sehe, Sie sehen, viele von Ihnen sind doch sicher auch am Weltsozialforum gewesen. Das letzte war in einem Industriestaat in Morales, und wir sind Industriestaat. Das nächste wird in Salvador de Bahia sein. Im Weltsozialforum, wo beim letzten sind über 8000 Organisationen zusammengekommen, über 56.000 Menschen, Männer und Frauen, allen Alters, aus allen politischen Lagen. Es gab einen Umzug am Schluss. Kein Schlusskommuniqué, kein Kompromiss. Nichts wurde ausgearbeitet als Programm und so weiter. Sondern, und jeder kehrte zurück an die Front, an der er kämpft. Und diese Zivilgesellschaft, die ist die große Hoffnung. Die ist die große Hoffnung, weil man, ich könnte das dann präzisieren, aber jetzt sagst du etwas. Ja, also er muss reden jetzt. Nein, er soll doch, du sagst, willst etwas sagen. Ich sage, diese neue planetarische Zivilgesellschaft ist eine unglaubliche Hoffnung, ist eine ganz neue historische Kraft. Es hat in der europäischen Linken eine ganze Reihe Chevènement, Jean-Pierre Chevènement zum Beispiel, ein Freund von mir und andere, die glauben, der Nationalstaat müsse retabliert werden, damit die Konzerne eine normative Kraft gegenüber haben und so weiter. Das ist vorbei. Der Nationalstaat hat so viel Souveränitätsrechte verloren, glaube ich persönlich, dass der nicht mehr imstande ist, diese kannibalische Weltordnung zu stürzen. Auch die Linke, ich könnte Ihnen Beispiele geben aus der Sozialistischen Internationale, wo ich lange im Exekutivrat war, ist infiziert von der neoliberalen Wahnidee. Schröder hat uns erklärt, in einem Salon des Reichstages, als die großen Streiks waren gegen die Desindustrialisierung, gegen die Emigration der Industrien im Ruhrgebiet, wo die IG Metall da unglaublich mobilisiert hat, hat gesagt, ja, da kann man nichts tun. Das sind die Marktkräfte. Das Kapital geht dahin, wo es in jedem Moment den maximalen Profit erreicht. Und deshalb gehen jetzt Industrien, die zwar rentabel sind, aber noch rentabler sein könnten, die gehen jetzt weg aus Deutschland. Und wir können nichts tun. Der Kanzler, der eine absolute Mehrheit hatte im Bundestag,
Das ist ein Zeichen, wie die neoliberale Wahnidee eben eindringt, das Kollektivbewusstsein vergiftet und so weiter. Und da müssen wir kämpfen, Punkt. Also da stimme ich natürlich hundertprozentig zu, keine Frage. Wir brauchen diese Form von Gegenöffentlichkeit. Das ist eine unabhängige, von sozialen Bewegungen, auch kritischen Intellektuellen getragene Öffentlichkeit, die etwas gegen diesen Zerstörungsprozess setzt. Absolut. Und du hast die Beispiele genannt, wo es stattfindet, die Foren, wo diskutiert wird. Das Problem der Zivilgesellschaft ist, dass sie durchaus anfällig ist für die neoliberale Idee. Der Neoliberalismus lebt auch davon, dass er zum Beispiel Verantwortung an Zivilgesellschaft abtritt. Die Staaten entledigen sich ihrer Verpflichtung, die sie nach den Menschenrechtspakten haben, indem sie zum Beispiel die Versorgung von Obdachlosen an freiwillige Ehrenamtler übergeben. Die sollen es dann machen. Und viele, jetzt bin ich bei meinem Metier, bei den Hilfsorganisationen, sind genau in diesem Widerspruch gefangen, dass sie letztendlich dazu beitragen, ein Unrechtssystem abzufedern und damit zu stabilisieren. Ich stimme dir hundertprozentig zu, dass die einzige Hoffnung in der Zivilgesellschaft ist. Aber wir müssen sie erstmal als eine Radikale wirklich wahrnehmen und aufbauen. Also erstmal herstellen und nicht sie beschwören in dem Sinne, wie es zum Beispiel die Bundesregierung selbst tut, indem sie das Ehrenamt propagiert. Da stimmst du mir wahrscheinlich zu. Nein, eben nicht. Nein, eben nicht. Also man muss genau unterscheiden, ich rede jetzt von meiner Erfahrung, man muss genau unterscheiden zwischen humanitärer Soforthilfe, da gebe ich jetzt gleich ein Beispiel, und sogenannter Entwicklungshilfe, Strukturhilfe, Budgethilfe und so weiter. Da hat der Thomas recht, wenn er sagt, dass die sogenannte Entwicklungshilfe, die zementiert meistens die Unrechtsstrukturen und substituiert sich an den Staatsaufgaben. In Mali gibt es nur noch, zum Beispiel, Spitäler gibt es nur noch von Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde und so weiter. Und das Schlimmste, was einem passieren könnte, wäre, in das offizielle Spital von Bamako eingeliefert zu werden. Da gehen Sie zugrunde, können Sie sicher sein. Ja. Also, die Entwicklungshilfe, das Riesengeschäft der Entwicklungshilfe, ist eine Strukturbefestigung der Unrechtsstrukturen und nimmt Aufgaben wahr, die der Nationalstaat in der südlichen Hemisphäre wahrnehmen müsste. Und es geht ja nicht darum, mehr zu geben in der Linke, es geht darum, weniger zu stehlen. Weniger zu stehlen. Der schweizerische Bandenbanditismus lebt ja vom Blutgeld. Die Schweiz, wunderschönes Land zum Skifahren, wunderschönes Land, großartige vier Völker, die da mehr oder weniger recht und schlecht zusammenleben, sich überhaupt nicht verstehen, ist das zweitreichste pro Kopf der Bevölkerung, Weltbankstatistik annuell 2016, das zweitreichste Land pro Kopf Bevölkerung der Welt. Die Schweiz hat keine Rohstoffe, nichts, ein wenig Wasser, das vom Bergen fällt und Elektrizität gibt, aber keine richtigen Rohstoffe. Rohstoff ist das fremde Geld, wohin es auch immer kommt. Wenn es deutsche Steuerhinterziehungskapitalien sind, ist mir das weitgehend egal. Kein Kind stirbt am Hunger in Deutschland. Das ist ein Problem. Aber das Blutgeld aus dem Kongo, nach der Ökonomischen Kommission für Afrika, nach dem Carlos-Lopez-Bericht in Äthiopien, sind jährlich ungefähr geschätzt 50 bis 55 Milliarden Euro fließen ab, Korruptionsgelder und so weiter, aus
aus Afrika. Aus Afrika, aus den 54 Staaten Afrikas fließt das Blutgeld ab. Und die Entwicklungshilfe kann so in die Frage gestellt werden, wie ich es gemacht habe. Die Soforthilfe nicht. Und das ist etwas ganz Schlimmes, was jetzt passiert. Es gibt in der UNO eine Institution, die heißt die Pledging Conference. Die Pledging Conference. Pledging heißt Versprechen. Die findet statt, wenn irgendwo plötzlich Katastrophen aufbrechen. Es gibt ja zwei Arten von Hunger. Der strukturelle Hunger, der implizit ist in der Unterentwicklung der Produktionskräfte der Drittweltstaaten. Und dann gibt es den konjunkturellen Hunger, das sind die Hungersnöte. Wenn plötzlich durch ein Klima, durch einen Krieg, durch Heuschrecken eine Ökonomie zusammenbricht, wenn nicht mehr gesehen, nicht mehr geändert wird, das ist konjunkturelle Hunger. Das sind die Hungersnöte. Und da finden die Pledging-Konferenzen statt. Die letzte, die ich erlebt habe, das war im März 2017, also vor fast einem Jahr, in New York. Da ist ein großer Tisch, da sitzen auf einer Seite, das kennst du ja, auf einer Seite sitzen die Botschafter und Botschafterinnen der Geberländer, also der wichtigen, ökonomisch starken Länder, Europäer, Nordafrikaner, Nordamerikaner und so weiter. Und vis-à-vis sitzen die Vertreter der 23 Spezialorganisationen der UNO, Flüchtlingshochkommissariat, Weltgesundheitsorganisation, Welternährungsprogramm und so weiter und so weiter. Und sagen, die vom letzten Jahr, vom März 2017, ging über vier Länder. Die Katastrophe ist in vier Ländern: Jemen, Somalia, Südsudan und Nordkenia. Und die Spezialisten sagen, das ist die Situation, das sind die Programme: Latrinen, Nahrungsmittel, Soforthilfe, Brunnenbau und so weiter und so weiter, Impfkampagnen und so weiter. Das sind die Maßnahmen, die wir sofort ergreifen müssen, damit diese Menschen am Leben bleiben. Die haben in der Pledging Conference New York 2017 4 Milliarden auf 6 Monate verlangt. 4 Milliarden auf 6 Monate. Erhalten haben sie 287 Millionen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Weil die französische Botschafterin, der deutsche Botschafter gesagt, ja, unsere Kassen sind leer, mehr können wir nicht geben, es gibt nicht. Warum? Weil Steuergeschenke gemacht werden, massiv, die Ungleichheit steigt unglaublich, der Staat verarmt aus eigenem Verschulden. Wenn Sie jetzt die Trump-Steuerreform anschauen, da hat das 1% der Ultrareichen hat 42% der Steuererleichterung. Für Unternehmenssteuer geht es herunter von 47% auf 35% Maximalsteuer. Und dafür sterben dann die Ungleichheit, das sage ich, das ist unglaublich, die 85, der Oxfam-Bericht, ich habe den im Hotel gelassen, hätte den vorlesen sollen, aber ich habe den im Zug wirklich, geht ja lang, bis man da in Frankfurt oder so ist, angestrichen. Die Oxfam-Bericht, die 85 ultrareichsten Milliardäre, die reichsten, 85 reichsten Milliardäre der Welt, haben letztes Jahr 81% der Produktivitätsgewinn des Produktivitätsgewinns der Weltwirtschaft selbst eingesackt. Die 85 haben mehr Vermögenswerte, fast gleich viel, ein wenig mehr Vermögenswerte, als 4,7 Milliarden des Erntenseils der Weltbevölkerung. Und jetzt, ich bin froh, dass wir darüber reden, eine der neoliberalen Lügen ist, dass der Wolf zum Beispiel von der Financial Times und der Brabeck, der Chef von Nestlé, sagt zwar Ungleichheit, also die Zahlen, die ich da gegeben habe, die Oxfam-Bericht gibt, die sind zwar moralisch nicht schön, wenn der Taxichauffeur oder der Hilfsarbeiter seinen Lohn liest und dann sieht, dass, also zum Beispiel der Mann von Zara, das hat sie dazu gesagt, Textil, der Besitzer von Zara, dem großen Textilkonzern in Spanien, der hat an Dividenden eingestrichen letztes Jahr 1,3 Milliarden Euro. An Dividenden. Ohne die Hand zu nehmen. Dividenden Zara.
Der Mindestlohn in Dhaka bei Zara ist 89 Euro im Monat. Die Asian Garment Union, also die Gewerkschaft, sagt, Existenzminimum für 4 Personen in Dhaka oder in Chittagong und zweite in Bangladesch ist 292 Euro, muss sein. Wenn Sie in Genf einen, das sage ich in meinem Buch, ich will da keine Prozesse mehr, ich habe genug gehabt, die im Schmalen Grat der Hoffnung nachgerechnet, in der Rue de la Conférence in Genf, Spectrum Suite, ein Jeans kostet 61 Euro. Kostet 61 Euro. Die Näherin in Bangladesch erhält 25 Cent. Und jetzt kommt diese die steigende negativ-dynamische Ungleichheit. Da sagen die Neoliberalen, das stimmt zwar, das stimmt, das ist nicht schön, das ist moralisch eigentlich doch ein wenig stoßend, diese unglaubliche, massive Ungleichheit. Aber Adam Smith hat gesagt, richness like health is taken from nobody. Also Reichtum wie die Gesundheit ist von niemandem genommen. Das steht beim Wealth of the Nation. Das wird immer wiederholt. Es hat nichts zu tun mit der kannibalischen Welt. Das ist einfach so. Es ist zwar nicht schön, aber es ist einfach so. Das heißt, weil ich gesund bin, gegenwärtig jedenfalls, sind nicht 4 Personen mehr im Kantonsspital in Genf. Die Gesundheit ist von niemandem genommen und der Reichtum auch nicht. Und das ist eine Lüge. Das stimmt eben nicht. Das stimmt eben nicht. Ungleichheit, die von neoliberaler Fiskalpolitik gefördert wird und so weiter von der Entwaffnung der Bankenkontrolle und so weiter gefördert wird, diese Ungleichheit, die tötet. Die tötet, weil sie sozial, nationalstaatlich und so weiter messbare, katastrophale Folgen hat. Also, Punkt. Punkt. Also da will ich dir 100% zustimmen. Gut, dann sag's gut. Ja, ja, dann darf ich das sagen. So. Sehr schön. Nein, ich meine, diese neoliberale Ordnung hat ein quasi neues Menschenbild produziert. Der Mensch ist nicht mehr das Produkt von seinen sozialen Umständen, sondern von seinem eigenen Vermögen. Er ist selbstverantwortlich. Jeder und jede ist für das, was sie ist oder er ist, selbstverantwortlich. Diese Überhöhung von Eigenverantwortung ist ein Riesenproblem, weil letztendlich damit auch die Opfer der mörderischen Weltordnung letztendlich für ihre Situation selbst verantwortlich gemacht werden können. Ihr seid halt selbst schuld, ihr habt eure Chance nicht genutzt. Und das ist etwas, was wir in der ganzen Welt erfahren, auch in Deutschland. Wenn Sie mal genau die Debatten über die sozialen Brennpunkte in Deutschland sehen, kommt öfter die Vorstellung, ja, die Leute sind halt zu nah am Alkohol und sind bildungsfern. Das ist alles ihre eigene Verantwortung. Sie sind nicht mehr eben Opfer von sozialen Umständen, von Ressourcen, die ihnen weggenommen worden sind, sondern sie sind eigenverantwortlich für ihre Situation. Das ist ein Riesenproblem und da würde ich dir immer zustimmen, dass wir die Hilfe unter allen Umständen verteidigen müssen. Die Hilfe wird ja auch weggenommen. Nur mein Punkt ist der, dass die Hilfe inzwischen, der Bedarf an Hilfe so groß geworden ist, dass die Mittel überhaupt nicht mehr ausreichen. Und das ist eine Frage des Steueraufkommens auf der einen Seite, aber es kommen jetzt Auswirkungen dazu, die ich nicht vorenthalten möchte, die das ganze Geschehen rund um die Hilfe noch mal verändern wollen werden. Wir stellen fest, wie genau dieser Mangel an Mitteln, um den Hilfsbedürfnissen zu entsprechen, genutzt wird, um das Kapital in den Sektor der Hilfe hineinzuziehen. Ich habe es dir erzählt, der IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, eine honorige, eine wichtige Organisation. Wir beide kennen die Chefs, das sind gute Freunde, Bekannte. Sie stehen in einer Zwangslage und können ihre Arbeit nur noch erfüllen, indem sie das Geld dort holen, wo es ist, nämlich bei der Industrie, im Business. Sie müssen heute, und das macht es so absurd und so paradox, Sie müssen heute, da heißt es, einen humanitären Impact-Bond, Sozialanleihen auflegen, um
Hilfe, Geld reinzuholen, um in Afrika zum Beispiel Rehabilitationszentren aufzubauen. Und das Perverse daran ist, dass sie hinterher, wenn das Ziel erreicht ist und die Rehabilitationszentren aufgebaut sind, die Kapitalgeber nicht nur entschädigen müssen, sondern noch mit einer Rendite versehen müssen in Höhe von 7%. Das sind die Realitäten, auf die wir uns zubewegen, dass der Bereich der sozialen Arbeit insgesamt aufgrund der Situation, die eingetreten ist und des großen Geldmangels inzwischen auch in Dienst genommen wird, zu einem profitablen Bereich wird von Industrien und von denen, die das Geld haben. Also ein Skandal. Der Bill Gates in der Weltgesundheitsorganisation entscheidet, wer lebt und wer geimpft wird. Und gut, also NOMA, die fürchterliche Krankheit, dieses Gesicht der Kinder, Mangelkrankheit des NOMA, ist eine neglected disease, wie es die sogenannten Nedecki, gut, also gut. Ich will noch etwas anderes sagen, der Papst. Großartiger Mensch. Unglaublich, wie dieser Jesuita, dieser Franziskus, wie der Papst geworden ist. Also entweder ist er der Heilige Geist tätig geworden. Und, unglaublich. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, das ich zitiere, das Buch ist sicher auch auf Deutsch erschienen, mit Dialoghoch mit Torricelli, einem römischen Journalisten. Der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Und da sagt dieser Papst, es gibt eine neue Kategorie von Menschen jetzt. Und die sind Abfall. Das Wort Abfall ist vom Papst in Rom. Die sind Abfall. Eine neue Kategorie von Menschen, die sind nicht mehr ausgebeutet, unterdrückt an der untersten Stufe, sondern die sind ausgestoßen aus der Weltordnung. Die werden behandelt wie Abfall. Déchet auf Französisch. Comme des déchets, also wie Abfall. Die werden nie eine Arbeit haben, nie ein Familienleben haben, nie Zugang zu gesundheitsfördernden Mitteln haben, nie normale Nahrung haben. Die sind ausgestoßen, die werden auch nicht mehr gebraucht, in keiner Weise, weder noch als Sklaven, von der kannibalischen Weltordnung. Das ist Abfall. Und der Oxford Colin, also der Oliver Colin, der Oxford Ökonom, sagt, the bottom billion, die Milliarde der Ausgestoßenen, ist eine Milliarde Menschen von den 7,3, die wir sind. Das ist die soziale Realität, das ist die Welt, so wie sie heute eben ist, und da braucht es den Aufstand. Es gibt die kannibalische Weltordnung, es geht nicht um Psychologie, das sage ich einfach, das wissen Sie ja. Man kann nicht sagen, der Brabeck, Chef des größten, 27 größten Industrieunternehmens der Welt und der erste Trust Nahrungsmittel ist ein schlechter Mensch. Der kann lesen und schreiben, fährt sehr gut Ski. Wenn man da ansteht, muss man hin und wieder miteinander reden. In Zerbat oder Verbier, ein relativ zivilisierter Mensch. Oder andere bei Novartis kenne ich auch, die fürchterliche Politik betreiben, sind Menschen, mit denen auch um Mitternacht kann man die kreuzen auf einem Trottoir und so weiter. Auf einmal, gut, es geht um strukturelle Gewalt. Es geht um strukturelle Gewalt. Es ist die strukturelle Gewalt. Der Agent ist austauschbar. Sartre hat gesagt, für die Menschen zu lieben, muss man sehr stark hassen, was sie unterdrückt. Pour aimer les hommes, il faut... Das verstehst du ja. Muss man sehr stark hassen, was sie unterdrückt. Und das Schlüsselwort ist was, nicht wer sie unterdrückt. Nicht wer sie unterdrückt. Man muss sehr stark hassen, was die Menschen, wer die Menschen lieben, muss sehr stark hassen, was sie unterdrückt. Und deshalb ist der radikale Zorn so wichtig. Es gibt keine Reform des Kapitalismus. Man kann nicht sagen, dieses Produktions- und Organisationssystem ist mörderisch, todgefährlich.
macht den Planeten kaputt, die Umgebung kaputt, macht mir nicht mal, macht das Gesellschaftsmodell der Demokratie sowieso kaputt, schafft fürchterliches Elend und muss aus der Welt geschafft werden. Wie das geht, können wir dann sagen. Muss aus der Welt geschafft werden. Weil es ein System der strukturellen Gewalt ist. Es ist nicht der Konversion des Siemens-Chefs oder der Bayer-Vorstandsvorsitzenden oder der Deutsche Bank, das sind zwei sogar, Vorsitzenden, den man überzeugen könnte, seine Praxis zu ändern. Das ist absolut sinnlos, total sinnlos. System der strukturellen Gewalt. Ja. Und ja. Gut, so ist das. Ja. Und deshalb, aber wie die Kannibalen, ist der Zorn so wichtig, dass ich bin immer noch in der Sozialistischen Partei Genfs, weil es einmal einen Generalstreik gegeben hat, 1918, stellen Sie sich vor, in der Schweizer Zeit. Und aus Nostalgie zahle ich immer noch meinen Beitrag. Das ist jetzt ein interessanter Punkt. Ja, das ist, aber ich schäme mich dafür, tue es aber immer noch. Ich schäme mich dafür, tue es immer noch. Aber auf der Linken fehlt der Zorn. Ja. Es sind Mörder auf der anderen Seite. Sie sind nicht Menschen. Verstehen Sie? Auch ideologisch ein Antisemit gehört ins Gefängnis. Fertig. Das ist nicht eine extrem rechte Aussage und so weiter. Das sind Feinde der Menschheit, die für diese kannibalische Weltordnung verantwortlich sind. Absolut. Meine sozialistische Partei hast du genannt. Ja, wir sind ja zumindest jetzt gerade so weit, dass wir kapieren, dass der Versuch, den Kapitalismus durch sozialstaatliche Initiativen zu zähmen, scheitert. Die Sozialdemokratie, das war ihr Programm, geht weltweit zu Ende. Da wird ein Jahrhundert von Sozialdemokratie im Augenblick durch eigene Fehler, die wir auch sehen, verabschiedet. Die Frage ist, was kommt, welches Projekt wir haben. Der Zorn ist notwendig, das Aufbegehren, der Aufstand des Gewissens ist notwendig. Alle die Dinge, die du nennst. Ich glaube, und da würde ich gerne Sartre noch mal zitieren, auf einen Menschen, der heute nicht ungenannt bleiben sollte, Che Guevara, gerade in deinem Kontext. Sartre hat ja gesagt, dass Che Guevara die Menschen aus ihrer Immanenz herausgerissen hat. Also aus dem, was wir heute vielleicht sagen könnten, die Verblendung durch den Neoliberalismus, durch die Verstrickung in all die Privilegien, die man auch hat, in die Verstrickung durch Ideologie, das ist alles mit dem Begriff der Immanenz gemeint. Und er hat die Bedeutung von Che, dass er versucht hat, die Menschen da rauszureißen. Du bist ihm ja begegnet. Du hast mit ihm zu tun gehabt. Hat er dich auch rausgerissen? Er hat mich schwer beleidigt. nein, das ist ein Blödsinn. Ich habe einen Blödsinn gesagt. Ich war als Junger aus dem Parti Communiste Français, aus dem Jeunesse Communiste, waren wir in diesem Zuckerbrigand, das ist für die meisten von Ihnen in diesem Saal, ist das frühe Steinzeit, wo ich davon rede. Es hat stattgefunden. Da war es noch gar nicht geboren. Da waren wir in diesem Zucker, also 59 war, am 6. Januar 59 sind die 422 letzten überlebenden Männer und Frauen aus der Sierra eingezogen in Havanna. Ja. Und da hat die Revolution gewonnen. El Triunfo, sagen die Kubaner. El Triunfo. Und dann hat es eine Zuckerkonferenz gegeben in Genf, die erste internationale Zuckerkonferenz UNO im Völkerbundspalast, 64, stellen Sie sich vor. Der Che war Industrieminister. Sie hatten keine Botschaft, kein Konsulat und nichts in Genf. Und Freunde aus Kuba haben sich erinnert, dass ich existiere und in Genf wohne und so weiter. Und der Perez, der Chef der Prinzeratina in Prag, hat mich angerufen und gesagt, kannst du uns helfen? Hotel reservieren, Autos organisieren und so weiter. Das ganz, nehmen Sie, das ganz primitive Sachen. Und ich habe so ein paar Genossinnen, Frauen sind immer viel effizienter gehabt. Wir haben das gemacht und haben reserviert im Grand Saconnet, in einem Hügel über Genf, ein Hotel.
Ich habe einen kleinen Morris gehabt, ein Occasionsauto damals. Und ich war dann der Chauffeur von Che Guevara in 12 Tagen. 12 Tagen. Ich konnte nicht einmal noch richtig, jetzt geht es viel besser, Spanisch, aber er hat fließend Französisch geredet, weil die Donna Celia war sehr, also seine Mutter, sehr, sehr frankophil. Also gut, 12 Tage lang waren wir ständig zusammen. Also ich habe ihn herumgefahren. Am Sonntag nach Chamonix, weil er den Mont Blanc sehen wollte. Weil nach Chamonix am Montag, weil er den Mont Blanc sehen wollte. Gut. Also, und am letzten Abend, als ich wusste, sie nehmen am nächsten Morgen den Zug Genf, Zürich, München, Prag, weil da die einzige Flugverbindung nach Havanna war damals, habe ich alle meinen Mut zusammengenommen, habe zum Chef gesagt, Kommandante, ich will mit euch gehen. Dann hat er mich zum Fenster gerufen über dem See und der Seebucht. In der Nacht sind da die Juweliere und Bankreklamen und so weiter und so weiter. Sind da, sieht man die? Ich sage, siehst du diese Stadt da? Ich sage, ja, Kommandante, das ist das Gehirn des Monsters, da bist du geboren, da musst du kämpfen. Und hat sich abgewählt, kalt. Damals hatten die kubanischen Kommandanten der Revolution noch die grüne Windjacke, das schwarze Beret, den goldenen Kommandantenstern, hat sich da abgewendet. Und ich war am Boden zerstört, aber ich glaube, der nimmt mich für einen unnützen Kleinbürger, das war wahrscheinlich auch der Fall. Aber er hat mir das Leben gerettet, ich war Dienstverweigerer, hatte keine Militärschau, ich wäre schon längst in einem Straßengraben in Honduras oder Venezuela, Bolivien, verschafft. Er hat mir das Leben gerettet und den Weg gezeigt, den Weg der subversiven Integration, der subversiven Integration. Eintreten in die Institutionen und versuchen, die Macht der Institutionen zu gebrauchen für die eigenen Ziele. Nicolas Bukharin, der Lieblingsgenosse war, also wirklich von Lenin, der wurde entschossen dann 1938 von Stalin. Nicolas Bukharin hat immer gesagt, und der Jay hat es auch immer wieder gesagt, zitiert: Revolutionäre sind Opportunisten, die Prinzipien haben. Die Prinzipien haben. Und dann bin ich, habe ich die Ochsentour gemacht der Universität, natürlich. War an der Universität lange Zeit, wunderschön, auch Integration. Dann wurde ich ins Parlament gewählt, also ins zeitgenössische Parlament, das Abgeordnete von Genf, hat absolut nichts genützt, aber das war auch eine Institution. Und jetzt, seit 15 Jahren, habe ich die verschiedenen Mandate bei der UNO. Also die subversive Integration, ich kann die nur, das ist der Weg, du hast hinter dir eine große Organisation, ganz andere, nein, wichtig, Verantwortung, hast auch eine Stimme in Berlin und so weiter, das habe ich nicht. Die subversive Integration, das ist der Weg, der jeder gehen kann. Und gehen sollte. Die Barrikaden haben keinen Sinn, die Rote Armee-Fraktion hat sich total geirrt, sie kann nicht den Gegner herausfordern und dann glauben, wenn der entlarvt wird, merken es die Leute und sie schwenken dann zur Roten Armee-Fraktion über. Blöd, also es ist falsch. Verstehst du es? Aber der Weg ist da. Und Sartre sagt, der Mensch ist, was er tut und nichts anderes. Super. Also. Also ich kann nur empfehlen, wenn Sie die Gelegenheit haben, diesen Film zu sehen, der letztes Jahr gedreht worden ist über dich. Ja, nein, über deine Tätigkeiten in der UN und wie Jean Ziegler dort auftritt und sagt, was ich hier tue, ist jetzt subversive Integration. Ich bin sozusagen der getarnte, der camouflierte Guerillero in der UN mit Schlips und Kragen. Röhrromantik, ja, ja. Aber ich meine, es ist schön zu sehen, wie er dann dort zum Beispiel die anwesenden versammelten Diplomaten mit einer Sprache konfrontiert, die man selten hört. Und er dann die Gesichter schaut,
der versammelten Diplomaten und die so wegschauen und nicht gucken wollen und sowas. Das ist eine, da spürt man etwas. Wenn ich jetzt subversive Integration höre, dann denke ich automatisch auch an den Marsch durch die Institutionen, der hier angetreten worden ist. Aber was zeichnet jetzt zum Beispiel dich aus von den Vertretern, die wir in Deutschland hatten, von denen sie viele dann eben aufgerieben haben in dem Marsch durch die Institution und wo diese kämpferische Attitüde dann sich irgendwo verloren hat. Was ist dein Geheimnis gewesen, dass du es bewahrt hast? Ich bin ein banaler Mensch, es gibt keine Geheimnisse. Sicher ist die Überzeugung, dass was uns von den Opfern drängt, ist nur der Zufall der Geburt. Nur der Zufall der Geburt. Jeder von uns könnte der Sohn, die Tochter sein eines Zuckerrohrabschneiders in Pernambuco oder Alagoas, mit Würmer im Magen, mit einer Lebenserwartung von 46 Jahren anstatt 84 Jahren wie in Deutschland. Total Zufall. Und wenn man, das will ich fast gar nicht sagen, Kinder gesehen hat, sterbende Kinder, auch die Mütter und so weiter, dann kann man nicht, das kann man nicht vergessen, zum Beispiel, das ist banal gesagt, ich kann mich nicht einfach hinsetzen und sagen, jetzt bin ich dein Russen, ich lebe in einem Weinbauerndorf, einem schönen, der Hans See kennt das gut, trinken da Weißwein zusammen, du auch, da wo die Schweiz endlich zu Ende geht, also da bei, gerade an der Grenze, wo, kurz an der Grenze am Dorfende, wo die Rhone aus der Schweiz wird. Ich glaube, wie Jean Jaurès, der Französisch-Sozialist, gesagt hat, la route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice. Die Straße ist gesäumt von Leichen, aber sie führt zur Gerechtigkeit. Ganz gesagt, ich glaube an die Menschwerdung des Menschen. Ich glaube, das ist jetzt total subjektiv, das hat nichts zu tun mit dem Dienischen und auch nicht, ich sage das im Buch, sage es einfach, Punkt, Schluss. Das ist eine Evidenz, an die ich wirklich glaube, die Menschwerdung des Menschen, die Geschichte hat einen Sinn und auch mein Leben hat einen Sinn. Ich bin nicht da, weil in einer Winternacht vor vielen, vielen Jahrzehnten ein Ober und ein Spermata zusammengekommen sind nach einer Festnacht und 9 Monate später war da der kleine Ziegel und jetzt ist er da. Verstehen Sie? Mein Leben hat einen Sinn, nämlich den ich ihm gebe. Ja. Den ich ihm gebe. Und mehr kann ich nicht sagen. Ist doch wunderbar. Das sollte so die Nobel sein. Ich fand, das war sehr nobel und das war ein sehr schönes Wort zum Schluss. Ich glaube, wenn du uns das mit auf den Weg gibst, gepaart mit dem, was du schon gesagt hast, der Zorn, die aufbegehrende Zivilgesellschaft, die sozialen Bewegungen, dieses Drängen nach Sinn, das Beharren auf Prinzipien, das sind eine ganze Menge Dinge. Wenn wir die ernst nehmen, dann haben wir eine Menge vor uns und können, glaube ich, ganz gut weiterarbeiten, auch wenn es schwierig wird. Aber das ist der Weg. Kann ich noch etwas? Du darfst gerne noch was sagen. Also bevor wir diskutieren, das möchte ich nämlich gerne, oder? Ja, wir können noch ein bisschen diskutieren. Es wird schwierig in so einem großen Saal, aber vielleicht. Ja. Ich bleibe immer in der Luft hängen, wenn es heißt, wenn Sie aber die Revolutionsgeschichte anschauen, der Menschen, der Menschheit auf diesem Planeten, dann ist, was nachher kommt, die gerechtere Weltordnung, die menschliche Weltordnung, das ist das Produkt der befreiten Freiheit der Menschen. Das weiß man nicht und man weiß auch nicht, wie sie kommt. Unser Bewusstsein will, weiß, was es nicht will. Ich will diese kannibalische Weltordnung nicht. Ich will nicht, dass alle 5 Sekunden ein Kind verhungert, dass mein Kind sein könnte. Das weiß ich. Die Negativperzeption, die ist absolut empirisch nachweisbar.
Aber der Antonio Machado aus dem brennenden, der berühmte Schwanzstich, aus dem brennenden Barcelona im September 39, die Republik zerstört, die Faschisten haben gewonnen, er zieht mit den letzten Freunden über den Perpi, über den Perpi-Pass ins Exil und pfeift vor sich hin. Und einer, der neben ihm läuft, sagt also, Antonio, wir sind geschlagen, unsere Genossen hingemacht, die letzte Stadt brennt und du pfeifst da vor dich hin, wie geht das? Und da hat Machado dieses heute berühmte Gedicht praktisch intuitiv gesagt, Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, son tus veras und so weiter und so fort, die den Weg machen. Es gibt keinen Weg, den Weg machen meine Füße selber. Machen meine Füße selber und was bleibt ist, sind die Fußstapfen, die andere folgen. In der Revolutionsgeschichte, ich nehme die die Französische Revolution. Der 14. Juli 1789. Am Morgen des 14. Juli in den Arbeitervororten, die jetzt mit in der Stadt sind, Saint-Antoine und Saint-Martin, in diesen beiden auf Arbeiterquartieren, schauen die Menschen herum und sehen diese blassen, hungrigen Kinder und Frauen und so weiter, Familien von eingelochten Gefangenen, und sagen, wir müssen die befreien. Das sieht für ihre Familien zurückkommen. Wir müssen die befreien. Ziehen los mit Dolchen, mit Schwertern, die sie selbst gemacht haben, auf die Bastille, auf das heute geschleift, auf das Politgefängnis des Königs zu. 20 Meter weite Wassergraben, 30 Meter hohe Mauer. Deblonnet, der Gouverneur, zieht die Falltüre auf, nichts zu machen. Und einer, der hat die Welt verändert, man weiß nicht, wer es ist, hat am frühen Nachmittag eine Idee gehabt und gesagt, da in Versailles, Bürgermiliz, da gibt es ja diesen Lafayette. Und dieser Lafayette, der hat in einem anderen König gekämpft, mit den nordamerikanischen Aufständischen, hat gegen die gekämpft. Der hilft uns, den holen wir. Der Lafayette ist zwar nicht gekommen, aber die berühmten zwei Bataillone mit den 8 Kanonen sind gekommen, auf die Falltür gerichtet. De Blonnet hat gehofft, er könne verhandeln, die Tür heruntergelassen. Das Volk von Paris ist in die Bastille geströmt, hat ein wenig den Gouverneur massakriert, aber die Gefangenen befreit. Wenn da und zu dieser Zeit von der Frankfurter Rundschau am Seeufer ein Journalist gestanden hätte und den ersten Aufrührer beim Titel genommen, beim Revers genommen hätte und gesagt, ja, Herr Dupont und Herr Dutoit, jetzt sagen Sie mir einmal, was ist denn der Text der Verfassung der ersten Französischen Republik oder der Text der Deklaration du Champ de Mars, also die Trennung von Kirche und Staat. Erzählen Sie mir jetzt einmal, da sieht man, das ist total absurd. Total absurd, weil die Französische Republik, die zwar die Welt verändert hat, ist auch das Modell für das Grundgesetz, für die Französische Verfassung der 5. Republik und so weiter, das ist 1793. Und der König wurde geköpft und seine Frau und so weiter in der Zwischenzeit und so weiter. 4 Jahre später die Deklaration du Champ de Mars. Da sieht man, wie absurd es ist, den revolutionären Prozess, den Revolutionsprozess irgendwie normativ vorauszusagen. Absolut unhistorisch. Total unhistorisch. Übrigens, die Kubaner reden immer nie Revolution. Processo revolutionario. Da ich ja kubanisches Blut habe, ich habe eine Bluttransfusion gehabt. Gott sei Dank in Kuba und nicht in Gabon oder Sao Tome. Zürich hätten sie mich wahrscheinlich. Ja, also im die Bluttransfusion, ich hoffe nur, dass nicht das Blut deines
drüben Bürokraten, sondern eben eines Guerilleros. Aber das weiß man nicht, was da jetzt zirkuliert in meinen Adern. Also, was sage ich? Man weiß es nicht. Der Revolutionsprozess in der Menschheitsgeschichte ist total unvorsehbar. Nur weswegen wir aufstehen, welche Ordnung wir nicht wollen, das wissen wir. Wir wissen die Gründe, das Warum. Und wir wissen die Prinzipien, ja, genau, von denen du gesprochen hast. Wir wissen alles. Aber wie sie es ausgestaltet, ist Ergebnis des Prozesses selbst. Ja. Das wird sich auf dem Weg herausstellen. Da zählen wir auf mich. Da zählen wir auf dich. Und Jean, du hast gesehen, wie viele Leute hier sind. Und ich glaube, wir könnten alle noch stundenlang zuhören. Ich finde es gut, du kommst einfach nochmal. Und wir setzen uns fort. Veranstaltungen in seiner 50-Jahre-Reihe
eine Veranstaltung anbieten, die korrespondiert mit einem Seminar, das ich an der Universität geben werde und das sich sozusagen, heute Abend haben wir nach der globalen Seite geguckt, mit den eher alltagsbezogenen Strategien des Widerstands beschäftigt und auf Grundlage des Buches von Friederike Habermann, der Autorin aus Berlin mit dem Titel Economy, in dem sie sich über die Bedeutung der Commons, der globalen Güter, die eigentlich uns alle gehören sollten und unserem alltäglichen Umgang damit auseinandersetzt. In Referenz auf dieses Buch und dieses Seminar werden wir eine Veranstaltung zu diesem Thema mit Friederike Habermann im Frühsommer anbieten. Da will ich noch ein bisschen diskutieren. Ja. Wir haben tatsächlich jetzt entschieden, sozusagen, dass die Abschlussworte kaum zu toppen sind, dass die Uhrzeit so vorangeschritten ist, dass wir ihn nicht überstrapazieren wollen, gibt es aber noch die Möglichkeit eines wirklich letzten Schlusswortes und das gebührt Jean, wird noch etwas sagen wollen. Ein Schlusswort? Ja. Also zuerst einmal vielen Dank für all die Geschenke, ist wunderbar. Das Zweite, was ich als Schlusswort sagen will, ich habe schon gesagt, ich war lange Zeit im Exekutivrat der Sozialistischen Internationale, hat absolut nichts genützt. Aber uns Jungen hat der großartige Willy Brandt immer gesagt, also dem Jospin und dem Hollande und so weiter, hat uns immer gesagt, wenn immer ihr öffentlich redet, alles muss stimmen, analytisch. Aber am Schluss muss Hoffnung sein. Sonst hättet ihr zu Hause gehen bleiben sollen. Wenn einer aus dem Saal geht ohne Hoffnung, hättet ihr zu Hause bleiben sollen. Und deshalb, das war Willy Brandt, der hatte recht. Und deshalb will ich jetzt zwei Sätze sagen zur Hoffnung. Im September 1973, 2:05, wurde Salvador Allende ermordet in der brennenden Moneda im Präsidentischen Palast. 3 Wochen später wurde sein engster Freund Pablo Neruda vergiftet in der Isla Negra, wo er gewohnt hat. Vergiftet. Von denselben Halunken natürlich, wahrscheinlich. Und der Pablo Neruda hat dieses unglaublich schöne Gedicht, das ist Epos geschrieben, langes, langes Epos, über die Geschichte, die Leiden der lateinamerikanischen Völker. Der Canto General, der Canto General. Und die letzten 2 Verse des Canto General heißen Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen. Ich danke Ihnen.